Hallo meine lieben Mittyranniden da draußen und herzlich willkommen hier zurück auf Gladius. Warhammer 40.000 Relics of War. Wir haben die Space Marines geschlagen, allerdings haben wir es jetzt hier immer noch mit einer mega krassen Necron-Macht zu tun und mit den Orksen. Wir könnten jetzt versuchen, die Necrons anzugreifen, aber ich weiß nicht, ob das so gut klappen würde. Ich denke, wir sollten uns erstmal wieder sammeln und unsere Position sichern. Und dann eventuell versuchen mal zu schauen, was kommt. Also kommen die Necrons zu uns oder gehen die zu den Orksen? Was mir ganz, ganz recht wäre, wäre, wenn wir die Orks ausschalten können. Also so komplett ausschalten. Weil dann hätten wir da oben endlich mal ein bisschen Platz zum Tanzen. Ich befürchte einfach, dass wenn wir jetzt die Necrons angreifen, die Orks haben einen sehr, sehr kurzen Weg zu uns. Die könnten dann plötzlich unsere Stadt bedrohen. Und unsere Streitmächte aufteilen ist eine blöde Idee. Ich glaube nicht, dass das gut funktioniert. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall hier mal Gebiete ein. Ihr seht, die Orks haben schon einiges hier sich geschnappt. Warte mal, wie laufen wir denn jetzt am dümmsten? So und so. Die sind jetzt halt hier so ein bisschen auf sich alleine gestellt, aber was soll's. Ist dann halt so. Was machen wir mit denen hier noch? Könnten wir jetzt natürlich noch hier diesen Druck erhöhen? Ich möchte auf jeden Fall, dass wir wieder haben, um den Einfluss weiter aufzubauen. Gehen wir doch mal gucken, ob da... Da ist auch glatt mal was, ne? Da hat es mal ein paar Killer-Kans. Die kann ich vielleicht sogar hier in die Zange nehmen. Wir greifen auf jeden Fall so hier an. Böhm, böhm. So, mit ihm hier. Fliegern kann man, glaube ich, keine Gebäude einnehmen. Deswegen springe ich jetzt da hinten in... Ach Gottchen, guck mal, wer da ist. Lol. Ja, dann wird's mal Zeit für einen schicken Schrei, oder? Der schicke Schrei hier. Aktiviert. Da steht mehr rum, als ich gedacht habe. Autschen. Habe ich Autsch gesagt? Ja, ich habe Autsch gesagt. Okay, wir haben jetzt gerade einiges hier gerade gehittet. Kann ich die hier noch angreifen? Oh Gott, ey. Also ihr seht, was das Problem ist, ne? Die Orks halt quasi sind halt ein echtes Problem. Die sind so nah dran, die werden nicht aufhören. Wir müssen die Orks zuerst loswerden. Die Frage ist bloß, aus welcher Position wir das heraus tun. Wenn es nach mir geht, aus einer Position der Stärke heraus, aber das dürfte einleuchten. So, wir können auch die Städte befehligen. Was brauchen wir denn dringend? Wir haben genügend Loyalität. Unsere Bevölkerung baut sich so langsam auf. Wir bauen hier den ersten, einen weiteren Tervigon. Es könnte Sinn machen, Moment mal nachdenken. Mehr Forschung hier in der Stadt bringt nichts. Wir haben ja, glaube ich, keine Forschungs... Doch, wir haben Forschungspunkte, aber die sind zu gering. Die sind zu gering, um sich zu rechtfertigen. Mehr Bevölkerung brauche ich tendenziell nicht. Wir können maximal 19 mitnehmen. Rotnest... Alpha Ovipositor. Nee, auch nicht. Oder was bringt der? Der bringt nicht wirklich was. Der kostet nur... Ja, der bringt eine Loyalität. Uhu. Weiteres... Moment. Gebiete einverleiben. Wir können ja auch einfach mal weitermampfen. Wir können ja auch einfach mal weitermampfen und dann einfach mal daraus früher oder später quasi unseren Nutzen ziehen. Also essen wir jetzt erstmal hier diese Gebiete auf, würde ich sagen. Eins nach dem anderen. Das bringt uns erstmal ein bisschen Nahrung. Und später auch Optionen. So, wie gesagt, mit denen machen wir jetzt hier nichts mehr. Wir könnten einen Malanthropen bauen. Ich möchte das aber momentan nicht. Ich habe nicht vor, eine weitere Stadt zu errichten. Es würde uns, glaube ich, gerade eben nicht viel bringen. Ich möchte noch mehr forschen. Diesen 40% Bonus einfach mal hardcore ausnutzen. Das Gebiet hätte ich gerne, aber ich glaube, das kriege ich nicht. Das wäre ein sehr schönes Gebiet gewesen. Zu beenden. Jetzt hoffe ich bloß, dass unser Schwarmtyrant jetzt hier nicht das Zeitliche segnet. Das würde mich sehr, sehr ärgern. Der hat schon sehr viel Schaden gefressen. Ich hoffe einfach, dass die KI jetzt hier... Oh, guck mal, wer da kommt. Boah, das ist aber auch keck hier, ne? Also einfach mal da so rein und es an sich reißen. Scheißegal, so nach dem Motto. Oh, 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 oh. Lasst mal den Schwarmtyranten in Ruhe. Da war gerade eben der Weird Boy und hat weirde Dinge getan. Okay, sie lassen meinen Schwarmtyranten weitgehend in Ruhe. Wobei der auch gerade eben wieder Schaden genommen hat. Ich weiß nicht, wer, von wo, aber er hat Schaden genommen. Es war richtig viel.
Huhu, das war nicht so cool. Hallo? Schwarmtyrant. Please go over there. Wir brauchen deinen Typen hier. Also genau genommen brauchst du die Heilung von dem Typen hier. So rum macht's mehr Sinn. So, es wird eine Weile dauern, den hochzuheilen. Okay, wir machen jetzt das hier platt. Böm, böm. Dann geht ihr da drauf, holt das jetzt hier wieder. So, der Plan. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich hier irgendwie eine Stadt hinsetzen soll. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Sie ist halt sehr weit ab vom Schuss. Sehr weit ab vom Schuss. Der kann jetzt tatsächlich da drüben hinrennen. Dann macht er hier so ein bisschen die Flanke zu. Der macht jetzt die Einheit hier platt. Dann gehe ich dahin, weil dann bin ich immer noch hier im direkten Kontakt. Kann ich hier noch den Killerkahn platt machen? Sehr nice. Und diese Einheit will ich nicht verlieren, die ziehe ich zurück. So, der heilt sich. Und damit sind wir schon wieder bei den Städten angelangt. Ja, hier wird immer noch quasi ein Gebiet vereinnahmt. Es hat auch positive Aspekte, quasi diese Gebiete zu vereinnahmen, denn auf Level 10 wohlgemerkt gibt es eine Tech, die sorgt dafür, dass Einheiten, die auf den Feldern der Stadt stehen, dann Schaden bekommen. Das wäre natürlich auch eine sehr, sehr witzige Angelegenheit für uns. Also, diese Mech-Guns sind anscheinend gegen solche Massen nicht besonders stark. So, du bleibst jetzt erstmal hier stehen, heilst. Du regenerierst dich hier schön weiter. Wir attackieren jetzt, warte mal, über das da. Können wir direkt hier mal einnehmen. Attacke. Attacke. Da sind eine Menge von denen. Die ich gerade eben sehe. Ach, du ahnst es nicht. Also die Orks sind auf jeden Fall das Hauptproblem. Immerhin einen ausgeschaltet. Ja, ihr müsst jetzt erstmal hier wieder nach Hause. Wir haben einen Tervigon und wir werden ihn benutzen. Sofort. Hey, cool. Hey, geil. Ich kann gleich die wichtigen Sachen ihm skillen. Geben wir ihm das da. Ich muss jetzt hier noch nicht irgendwelche Einheiten im Leben erwecken. Heile erstmal die da hoch. Und wer kommt denn da jetzt schon wieder ungebeten an? Es sind natürlich hier wieder mal ein paar Killerkans. So, jetzt kann ich hier angreifen. Ach, er hat die Fähigkeit nicht aktiviert. Oh Mann, ich hasse es, dass er das manchmal einfach nicht tut. Obwohl du ihm im Grunde den Auftrag gibst. Oh, das ist scheiße. Geh dahin. Dann können die sie nicht angreifen. Und nochmal einen Killerkahn ausgeschaltet. So, was machen wir mit ihm? Kann er eigentlich. Er kann ja auch schießen, ne? Wobei ich denke, ich fliege jetzt hier ganz nah ran. Und mache das einfach mit Nahkampf-Action. Dann ist der Killerkahn auch erledigt und es gibt nochmal ein paar schöne XP für unsere Einheiten, vielleicht sogar Level-Ups. Was macht er hier? Er geht es mal dahin, dahin, dahin. Dass wir nicht so sehr auseinandergestreckt sind hier mit unseren Truppen. So, wir haben das Gebiet uns jetzt hier einverleibt. Das ist schön. Kostet auch jedes Mal Einfluss, wie ich gerade realisiere. Vielleicht sollte ich mehr Einfluss generieren. Wie lange dauert das? 4 Runden. Kann man machen. So. Gut, zu beenden. Orks sind hier schon sehr stark präsent. Hoppala, Entschuldigung, bei mir hat sich gerade was in den Vordergrund gedrängt.
Ein Update eines anderen Spiels. Ja, nee, ist klar. Also diese kleinen Termaganten sind als Tankeinheiten gar nicht schlecht. So, Monster haben mehr Panzerung. Super. Nehmen wir gerne so mit. Und greifen hier noch an. Wir brauchen halt ewig, um die hier Platz zu machen. Ne? Ja, was machen wir jetzt mit der Truppe hier? Erstmal hier den hier hinzufügen. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, diesen schicken Tervigon. Genau, Tervigon. Ich war gerade eben so, war es Tervigor? Nein, es war Tervigon. Ihr müsst euch heilen. Er könnte sich heilen. Er könnte einen fiesen Schrei raushauen. Oder einfach den jetzt hier mal zu Tode. Ne, er kann ihn noch gar nicht töten. Ja, geht. Er schießt einfach drauf, dann geht es in der nächsten Runde noch mit einem einzigen Angriff. Ja, dass der noch einen Reaction-Shot, also einen Overwatch-Shot hier bekommt. Nach dem, was hier schon alles gerade eben abgeht. Bin durchaus geneigt, jetzt hier mal vorbeizuschauen. Ach, guck da, wer da ist. Da hole ich aber die Jungs hier alle ran, weil die freuen sich dann über die Erfahrung, die sie hier bekommen. Wenn ich den fetten Warboss jetzt hier ausschalte, der ist immer schon Level 4. Uiuiui. Und XP-Regen. Schön. So, dann heilen wir mal diese Truppe hier. Ein. Haben wir irgendwo Level-Ups? Ne, wir haben keine Level-Ups. Dann haben wir noch die Stadt jetzt hier. Die Stadt produziert. Wir könnten einen weiteren Malanthropen machen. Einen weiteren Schwarmtyranten wäre auch nicht schlecht. Aber der Unterhalt ist halt episch. Ne? Der kostet halt 9 im Unterhalt. Das, was ich für nicht strebenswert erachte. So, wir haben die okulare Ausdehnung ja schon längst. Wir haben die zusätzliche monströse Panzerung. Kapillarturm. Ein Gebäude für die Produktion von monströsen Flugkreaturen. Ich hätte schon gerne mal Flieger. Lasst uns mal Richtung Flieger gehen. Die könnten uns eine nötige, bis jetzt fehlende Mobilität gewährleisten. Der einzige, der echt mobil ist, ist der hier. Der Schwarmtyrant. Wurde der gerade ernsthaft geheilt? Dinge, die ich nicht cool finde. Oh. Welch Überraschung. Wie ernsthaft sind diese scheiß Klippe hier gegen den Verein? Und ein Weird Boy weniger. Wieder gut XP. Das gab auch ein Level Up, so wie es aussieht hier, definitiv. Jawohl. Und damit gibt es hier nochmal den Brutvater oben drauf. Können wir da noch runterballern? Machen sie das wirklich so? Und wenn die jetzt noch kommen, ist der hier weggerollt. Alles mein Gebiet hier. So, dann rücke ich mit dem jetzt hier mal nach. Kann dann hier nochmal eine Heilung auf den da sprechen. Wie heißt das Ding eigentlich genau? Ein Katalyst. Katalysiere. Quasi. Wie weit? Ach ne, der kommt noch gar nicht so weit. Bringe mit ihm dahin. Wenn er full life wäre, könnte man hier jetzt so noch eine Heilung eigentlich.
ist noch eine Heilung, ne? Ich würde da hinkommen. Ich habe eine lustige Idee. Hui und schrei. Nämlich alle angeschlagen. Bam, 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 bam. Geroffelstormt hier quasi die gesamte Linie hier der Orks. So. Ich heile ihn zur Vorsicht. Ja, das ist der Grund, warum ich diese Mobilität der Flieger haben will. Genau das ist der Grund. Jetzt bin ich echt mal am Überlegen, ob ich jetzt mal frech mit ihm hier. Weil, wie gesagt, er ist zwar nur Level 5, aber er ist immerhin ein Alpha-Krieger. Die sind stark. Die sind sogar erschreckend stark. Den kann man sowas machen. Na, endlich haben wir hier noch was fertig gemacht. Das haben wir jetzt immer. Wie viel Forschung produzieren wir jetzt? 63. 63 Forschung. Hier könnten wir nochmal so eine Forschung herauskitzeln. Wie geil das wäre, so viel Forschung zu haben, Leute. Unsere schicke kleine Forschungsstadt. Guck mal, wie sie jetzt hier sich zurückziehen. Wie sie sich zurückziehen, die feigen Orkse. Ich bin jetzt voll und ganz dabei, dass hier... Was, ich will... Will ich das hier mir holen? Könnte die Dinge auf den Plan rufen. Wir tun es! Ja, sie sind ohnehin schon da, wie ich gerade eben feststelle. Die waren ohnehin schon da, die Necrons. Also muss ich mich ja gar nicht genieren. Läuft ihr mal darüber? Du da lang. Hier schön hinterdrein. Kannst da außen rumgehen. Da lang. Kann ich den jetzt hier so wunderbar killen? Das ist natürlich jetzt ein Move, den ich jetzt hier mache, der aber auch echt keck ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich die Orks jetzt hier schon so richtig schön zusammengeballert habe. Was da plötzlich einfach so spawnt gefühlt, ne? So, da ran, please. Und da ist Gargates. Bam, bam. Da lässt doch mal die Artillerie macht der Orks so langsam aber sicher hier nach. So, das Gebäude haben wir auch gleich danach. Machen wir noch mehr Einfluss. Ich will gerade eben nicht noch mehr Einheiten bauen. Wir werden jetzt demnächst auch mal das hier bauen müssen. Große Bruthalle. Die ziehen wir dann danach hoch. Die Orks, die haben so gut wie nichts mehr. Die haben jetzt hier noch drei so angeschlagene Einheiten. Den muss ich heilen. Also sie haben doch noch ein bisschen was, wie ich gerade sehe. Mehr als ich gedacht habe, aber weniger als ich befürchtet habe. Auch stürmen. Stürmen. Schade, ich wäre da gern drauf gelaufen. Hui, und weg. Ja, die Heilung auf den da, der wird am wichtigsten hier gleich noch sein. Dann tankt ihr jetzt mal die Attacke von dem Dingens da. Sturm runter, du stürmst dahin. Dahin, er zieht sich hier dieses Feld zurück, nimmt das hier ein, kann dann von dem hier geheilt werden. Und ich kann hier hinspringen. Ups. So. Wunderbärchen, ich habe wieder eine Schrei und habe vor, ihn zu benutzen. Ah, okay, ja, dann schrei mal hier schön. Kill die beiden Einheiten, vielleicht sogar den Ort hier noch mit. Komm, schrei. Toll. Ist das schön, ey.
So, der heilt sich hier nochmal. Ne, Entschuldigung, er heilt sich nicht. Ich meine, er levelt auf. Auspeitschen. Habe ich noch nie verwendet, ganz im Ernst. Noch nie verwendet. Aber das hat jetzt die Orks hier wieder eine Menge gekostet. So, genau. Jetzt machen wir 24 Einfluss. Den ich auch sehr, sehr gerne jetzt erstmal hier ein bisschen akkumuliere. Und wir machen weiter beim nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.